Hallöchen, hier ist Kyoko und ich bin wieder zurück in der verheißungsvollen Stage von vorhin und mache zur Sicherheit gleich mal den Stage-Slot Nummer 5 bereit, damit wir uns einigermaßen sicher fühlen können. Und diesmal bin ich auf jeden Fall vorbereitet, wenn ich mich wieder versafe-state. Okay, und dann wollen wir mal ansetzen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das ist bei mir jetzt leider einen Tag her, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ich das nicht alles nochmal spielen wollte an einem Tag und dann mir einfach die Tage Zeit genommen habe und einfach alles wieder auf ein schönes Level gespielt habe. Okay, Sonic, sieh zu. Natürlich nicht ohne Luft, aber sieh bitte zu. Ja, kommen wir da noch ran? Nein, kommen wir nicht. Die Blase können wir auch nicht mehr. Die nächste. Genau. Und die Unverwundbarkeit ist wie immer so gut wie nutzlos gewesen. So. Ich hoffe doch mal, dass ich dieses Mal den Hack so gut wie fertig gezockt bekomme. Oh. Also, so träge, wie sich Sonic im Wasser steuert, ist das einfach mal unglaublich furchtbar. So super furchtbar. Ah, naja, das sind wir ja gewohnt. Oh, und ich liebe diese Nebengeräusche. Ich hoffe, die werden von meinem Mikro nicht mit aufgenommen. Vor den letzten Tage ist es immer recht laut bei uns gewesen. Zum einen hat irgendwer unserer Nachbarn daran Gefallen gefunden, sehr oft und sehr viel zu bohren. Zapplack! Tja, und das kann uns diesmal alles gerne haben. Und wir rushen hier durch. Zumindest tue ich gerade so, als würde ich das tun. Aber, nicht ohne Luft. Da bin ich dann doch zu paranoid zu. Krieg ich den noch? Ja. Schön. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Das ist schon mal... Ja, ich erinnere mich. Antivir! Oh Gott, wo bin ich gerade stehen geblieben? Warum bewegt sich... Shit. Wie soll ich da jetzt durchkommen? Ohne... Ja, okay, ohne zu sterben. Fuck. Aber das war gerade echt nicht schön. Ich bin unter Wasser. Ich laufe Gefahr. Gott. Das war knapp. Und ich habe keinen Ring. Das kann nicht gut gehen. Das geht nicht gut. Schnell! Oh Gott! Komm, ducken. Bloß nicht treffen lassen. Lass dich bloß nicht treffen. Sonic. Oh. Wohl doch, ich hab noch einen Ring. Ich schieb hier wieder eine Panik. Dabei hätte ich doch einfach mal meine Augen aufmachen können. Wozu hab ich die denn sonst? Los! Scheiße, blöde Blase. Ach nee, dann nehme ich die, bevor ich mich jetzt hier stresse. Das muss ja auch nicht sein. Oh! Das war jetzt aber auch ein richtig selten dämlicher und unnützer Tod. Ah, Unverwundbarkeit. Unverwundbarkeit. Das kann ich doch hier viel stressfreier haben. Ja, nee, das war irgendwie nichts. Und dafür haben wir den Safe State. Und diesmal drücke ich keine voreiligen Knöpfe, die mich dann unnötigerweise die Ringe und alles kosten. Sieh zu? Ja. So gefällt mir das doch. Neue Luft, bitte. Gott, war das knapp.
ja, heute bin ich erstmal ein bisschen ruhiger, weil ich habe so fiese Nackenschmerzen. Oh. War ja klar. War ja mal absolut klar. Und ich weiß absolut nicht, woher die gerade kommen. Es tut einfach nur so sau weh und ich fühle mich total verspannt. Ring, 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 ring. Oh cool, wir sind ja schon hier. Und ich wünschte, es würde mich jemand massieren. Aber leider gibt es niemanden, der mich, glaube ich, hier massieren möchte. Schnee. Keine Massageliege für die Kyoko. Ah, und da ist ja die Luft. Schön. Und da dürfte es gleich weitergehen. Ich glaube, so weit bis zum Ziel sollte es nicht mehr sein. Ja. Huch, und wie soll... haben die Punkte diesmal schon angezählt. Das ist ja sehr, sehr, sehr seltsam. Na egal. Nehmen wir einfach so hin. Da habe ich kein Problem mit. Oh ja, der Windzone ist gleich durch. Jetzt müssen wir es nur noch heil zu Eggy schaffen. Und ich glaube, das wird dann auch schon das Problem sein. So, jetzt ist die Frage, wann ich am besten abspringe und ich habe den richtigen Moment tatsächlich erwischt. So gefällt mir das. Das ist das Gute, wenn man... Wenn man dann irgendwann... Hopsa! Oft genug Sonic Hex gespielt hat, die so ziemlich ähnlich ablaufen oder man sich auch von dem ersten Mal eines normalen Sonic-Teils, dem ersten Sonic-Teil, gemerkt hat, was einen hier erwartet. Ich glaube, bei mir ist es eine Mischung aus beidem. Das bollert aber ganz schön bei den Nachbarn. Ja, das war ja mal wieder klar. Ich glaube, mein schlechtes Timing. Hohohoho. So, und diesmal habe ich wirklich keine Ringe mehr. Oh Mann. Luft. Und dann soll ich noch da hochkommen. Wollt ihr mich verarschen? Na, immerhin ist das nicht auf Zeit, wie das eine Mal. Das war ja mal richtig stressig. Los. Oh. Ich glaube, ich sollte auch... Oh Gott, Ringe. Tut meinem Nacken auch nicht unbedingt viel besser, wenn ich hier keine Ringe habe, weil dann spanne ich mich. Oh, es ist alles so fies getimt. Oh, 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 und keine Ringe. Shit, meine Nerven. Ich will jetzt einfach nur weiter und hoffen, dass mir nichts passiert. Und ein Ring. Ein Ring wäre übelst feist. Das geht auch, dann kann ich damit wenigstens gucken, ob es hier Ringe gibt. Oh, und da gibt es auch welche. Was zum Speichern für die Sicherheit wäre auch nicht schlecht. Oh, dann fahren wir hier erstmal mit und sehen zu, was uns entverschlägt. Den Schalter nehmen wir mal mit. Wie wär's damit runtergehen? Ist hier noch was zu holen? Ja, ein Leben! Nice! Gut, und hier geht's dann auch gleich weiter. Schalter aktivieren und bitte ein Königreich für einen Speicherpunkt. Ich verstehe manchmal auch nicht, wie ich unter Wasser eigentlich spiele. Klar, ist Sonic im Wasser so wendig wie... Huch, gar kein Luftstrom. Na okay. Dann eben auch mal ohne. Aber heute spiele ich, glaube ich, irgendwie nochmal extra bescheuert. Oh, und ich darf wieder ein Safe State machen. Oh. Möchte jemand einen total ledierten Nacken haben, der bei jeder kleinen Bewegung wehtut? Und
mit dem sich absolut nicht zocken lässt. Wow, 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 wow. Ungeduldig? Ja. Viel zu ungeduldig? Ja. So ungeduldig, dass es gefährlich wird? Ja. Luft, 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 Luft. Komm, lass mich nicht im Stich. Oh, oh. Um ein Haar. Wäre ich schon wieder wegen sowas Blödem verreckt. Dieser Berühmt-Zone hat ihren Namen auch mehr als nur verdient, weil ich habe immer absolut keinen Plan, wo ich eigentlich hingehe. Gerade habe ich nicht so ganz das Gefühl, dass ich richtig bin. Aber ich habe ja sowieso keine andere Wahl, irgendwo anders hinzugehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber scheinbar war das gar nicht mal so verkehrt. Ja, wo wurde ich denn gerade runtergeschubst? Seltsam. Und in die andere Richtung. Es ist auch unglaublich kalt heute gewesen. War vorhin einkaufen. Und... Ah! Oh, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Und ja, es ist alles schön voller Schnee, so wie ich es... Oh mein Gott. So wie ich es natürlich liebe. Das war... Scheiße. Das nenne ich dann mal schön ertrinken. Zerquetscht werden oder ertrinken. Ich habe mich gerade natürlich für das Falsche entschieden. Was länger und viel, viel qualvoller ist. Tut mir leid, Sam. Ja. Lass es uns schnell hinter uns bringen. Und weg. Oh, oh, oh. So. Okay, ich kann versuchen, schneller zu sein. Das geht natürlich auch. Oh, und da bin ich, glaube ich, in die falsche Richtung gegangen. Oder ist das Wasser nett und... Nee, es hat einfach nur auf mich gewartet. Da wird natürlich auch nichts gehen. Ja, und jetzt? Ach so. Ich glaube, heute bin ich in allem extrem vertrottelt. Das darf doch nicht wahr sein. So was Ärgerliches. Wirklich. Manchmal weiß ich echt nicht, was mit mir los ist. Und heute ist wirklich so ein Fall, wo ich mir sage, dass ich eigentlich alles nochmal spielen sollte. Nur dass es ja auf keine Kuhhaut geht, was ich hier veranstalte. So unachtsam habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Oh, hallo Wasser! Ja. Och, oh nö, 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 nö. Ich ahne Schlimmes. Und es geht auch schon schlimm los. Das hat mir doch jetzt zu meinem Glück gefehlt. Auf jeden Fall. Verdammt, 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 verdammt. Ja, Schissring. Ich brauche dich sowieso nicht. Ja, und bevor ich ertrinke, hey, ich wollte nicht ertrinken. Ich habe doch extra deswegen nochmal die Eggie-Box angewählt, damit die mir den Tod ganz schnell erleichtert. Aber naja, okay. Das Spiel ist gern fies. Und es gibt ja so einige Bosse, aber das ist... Ein Kampf gegen Eggie, auf den ich liebend gern verzichten könnte. Ich habe seit dem einen, ich weiß nicht mehr, welchen wir denn schon mal durchhalten mussten,
Oder war es vielleicht sogar im Original? Ich glaube eigentlich nicht. Das Original ist nicht so fies gewesen. So. Vielleicht erwischen wir ihn aber auch so oft genug, bevor er oben ankommt. Na, jetzt ist die Chance, glaube ich, auch vorbei. Aber jetzt lassen sich die Sprünge besser koordinieren. Ah, da ist er! Vielleicht kriegen wir ihn ja nochmal. Toll. Muss ich ihn dann wirklich auf jeden Fall auf dem Weg nach oben erwischen, weil dann irgendwann die Mitgehmöglichkeit fehlt? Scheint wohl so. Na okay, dann weiß ich ja jetzt so ungefähr, was abgehen soll. Und dann wollen wir mal ohne Ringe. Yay! Ich krieg ja gleich ein Schutzschild. Wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle, dann kommen wir einigermaßen gut voran. Ey! Nee, da sollte ich am besten den Schutzschild haben. Oder gleich, wenn ich hier nochmal alles habe, es auf jeden Fall gut gebacken kriegen. Tut mir leid, dass ich mich jetzt mehr oder minder konzentrieren muss, damit das was wird. Oh Gott, das ist so furchtbar, mit Nackenschmerzen zu spielen. This is really no fun. No fun at all. So, Wasser, du wartest schön. Oh, Mann! Mann, 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 Mann. Wir haben ihn doch vorhin so oft getroffen. Was soll das? Was zum Henker? Was zum Henker? Kann ich vielleicht notfalls einen anderen Weg gehen? Und das kann ich an dem Stachel abkürzen. Sowas Fieses. So, und jetzt ist er da hoch. Und dann sitze ich hier fest. Man vielleicht woanders lang. Tatsächlich, man kann hier oben noch lang. Da war auch noch ein Seitenweg. Das ist ja mal super blöd. Ich blick hier gerade gar nichts mehr. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde mal den ersten Weg erforschen, den ich vorhin gesehen habe. Und danach kümmere ich mich um den zweiten. Also da ging es rechts auf jeden Fall unten nochmal lang. Das werde ich mir genauer angucken. Und danach gehe ich nochmal dahin, wo ich vorhin war. So. Hier nämlich. Okay, hier ist eine Eggie-Box. Und scheinbar ist das sonst eine Sackgasse. Schön. Ah, ich glaube, ich weiß, was von uns gefordert ist. Wir sollen, wie es in einer Labyrinth-Zone natürlich auch nicht anders sein kann, den richtigen Weg im Labyrinth finden. Und dass uns diese Eggie-Kiste instant umbringt, heißt dann, glaube ich, dass wir falsch gegangen sind. Das heißt, wir müssen nicht nach ganz oben, wir müssen nicht da abbiegen, wo ich gerade abgebogen bin. Wir müssen dort abbiegen, wo ich vorhin noch die letzten Meter lang gekommen bin. Weil ich glaube, ich nicht schnell genug bin, um Eggie... Ey! Das kann doch nicht wahr sein! Ich habe keinen Bock zu ersticken. Jetzt hoch da, hoch da, hoch da.
doch richtig frustrierend. Ich hasse sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dabei bin ich noch so motiviert in die Aufnahme gegangen, als ich beim Hochspielen auch noch gemerkt habe, dass es auf einmal richtig gut von der Hand ging und ich wirklich für meine Verhältnisse gut vorangekommen bin und mich darüber sogar freuen konnte. No. Immer die eigene Dummheit, das ist doch unfassbar. Oh, 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 oh. Los! Oh nein! Warum hast du mich nicht geduckt? Ich glaube, ich bin richtig gewesen. Ach, was heißt ich glaube? Es ist der letzte Weg. Das kann nur richtig sein, aber ohne einen Ring und ohne alles, ich fange ja sowieso dahin an. Also werde ich jetzt den Safe State immer benutzen. Ist doch blöd so. Ja, und ich mache es mir nicht einfach und Safe State jede paar Meter, weil der Hack ist eigentlich so konzipiert, dass man das alles auch ohne Safe State schaffen kann. Obwohl ich glaube, ich könnte auch einfach, um Zeit zu sparen, auch da, wo Eggie anfängt loszugehen, mein Safe State machen, aber oh. Meine eigene Idiotie zugute. Los. Genau, schieß, damit ich hier hochkomme. Oh, oh, oh. Da geht's hoch. Da geht's oft. Oh, da muss ich lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin durch. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Krieg ich noch einen Speicherpunkt oder so? Das wäre ganz schön nett. Ring, ring, ring. Mein Ring. Nein, ich habe meinen Ring verloren. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und wir mussten Eggie gar nicht platt machen. Ich glaube, das war beim anderen Mal auch nicht so gewesen. Oder doch? Gott, ich erinnere mich einfach nicht mehr. Ich bin so froh, dass wir es jetzt doch hinter uns bringen konnten. Meine Fresse. Gut, dann haben wir es endlich geschafft. Wir sehen uns im nächsten Part in der Starlight Zone wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, entschuldige mich für den letzten grausigen Part. Und ja, liebe Grüße, eure Kyoko.